Ja, moin Leute, nun ist es schon wieder soweit und das nächste Open Air steht vor der Tür. Heute mal nicht aus dem super aufgeräumten Partykeller, sondern aus der noch ein bisschen aufgeräumten Garage. Bin nämlich umgezogen mit dem Equipment. Wurde mir einfach zu doof, alles draußen im Keller immer und hier habe ich keine lästigen Treppen, kann mit Auto direkt vorne ranfahren und alles entspannt einladen. Ja, jetzt warte ich wie immer auf die Kumpels, die mir natürlich helfen, mir alles schön zu tragen und zu verstauen. Ja, bekannte Anlage wieder, meine vier Behringer Subs. Habe ich ja schon mal gezeigt. Die passenden 12 Zoll Tops dazu. Kennt ihr alles? Ja, hier haben wir doch das Aktivsystem zu stehen. Das hatte ich jetzt mal probeweise aufgebaut. Ja, wie gesagt, da haben wir den Alto TS18 da unter versteckt. Auch feines Ding, macht gut Spaß. Und die 515 DX. Auch super aktiv PA-Boxen, aber die nehmen wir heute nicht mit. Heute fahren wir rein passiv. Und zwar mit dem neuen Verstärker. Da haben wir nämlich einen Digi3K6 mit sage und schreibe 3600 Watt. Und da kommen auch schon die Kumpel zum Einpacken. Wir sehen uns dann. So, hier sind wir jetzt wieder an der wunderschönen Location angekommen. Diesmal sogar noch ein bisschen schöner als beim letzten Mal. Hier befinden wir uns an der Warnow. Die mündet gen Ostsee. Ist vielleicht jemand ein Begriff? Da sind ja die fleißigen Roadies am Werke. Da wird schon das Zelt aufgeklappt. Toni, soll ich meinen auch noch holen? Ja, hier wird dann der Floor ankommen. Wir suchen, ob wir irgendwo noch eine Plane abspannen können. Ja, und natürlich die Gegebenheiten ausnutzen, um optimal zu dekorieren. Ja, Leute, es ist mal wieder angerichtet. Die Anlage ist aufgebaut. Diesmal ein bisschen andere Bauformen. Einfach bedingt wegen dem Zelt haben wir gesagt, wir bauen hier vorne einfach alle so dicht wie es geht zusammen. Art Basskeule. Ja. Ja, eigentlich der ähnliche Aufbau wie auch in Hundsbrenz beim letzten Video. Was sich natürlich jetzt noch geändert hat, ist, dass ich mir noch einen Rack gegönnt habe. Kann ich nur empfehlen. Schnell hingestellt, hier oben noch mit der Anschlusszeile versehen. Kann ich dann direkt hier mit den Bässen abgreifen und die Hochtöner. Ja, und die neue Sync 3K6 Endstufe macht sich auf jeden Fall auch bemerkbar. Super in der Klangausbeute, also echt Wahnsinn, was da rauskommt. Haben wir jetzt hier so auf 75% aufgedreht und reicht locker. Muss ich schon aufpassen, dass mir die Behringer nicht durchglühen. Ja, diesmal auch ein bisschen mehr DJ-Equipment dabei noch. Relativ großen Mixer hier. Ich habe hier nur so einen kleinen Herkules, reicht für die Zwecke. Ja, kann ja mal ein bisschen Last geben, auch wenn sich das extrem scheiße anhören wird. Ich wollte noch mal kurz auf die Aggregate eingehen, die habe ich letztes Mal gar nicht so gezeigt. Diesmal haben wir sogar zwei Aggregate, mal ein bisschen aus der Richtung. Das rote macht 6,5 kW und ist so gut wie nur für die Anlage zuständig. Die 6,5 kW brauchen wir auch fast, allein schon der Sync 3K6 zieht so um die 2000 Watt, wenn er auf Hochtouren läuft. Und der kleine blaue macht 2,2 kW, der ist in dem Sinne nur fürs Licht zuständig. Da haben wir auf jeden Fall ordentlich Reserven nach oben. Ja. Yeah.
with my dancing shoes on. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão.